Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, im letzten Teil sind wir dem Joker hier in den Botanischen Gärten auf die Schliche gekommen, haben sein geheimes Mega-Labor entdeckt und sind jetzt zum Schluss gekommen, dass wir die Hilfe von Poison Ivy brauchen. Ja. Und natürlich hat Batman wieder an alles gedacht, denn er ist ja motherfucking Batman. Und er hat eine Probe von Poison Ivy's Pheromonen gespeichert. Und ich habe jetzt, wenn ich den Detective Modus hier einsetze, rechts so eine Anzeige. 9%, wenn ich weiter weggehe, 8%. Oh. Das heißt, ich muss halt dahin gehen, wo es wärmer wird. Denn Poison Ivy hat nämlich, falls es jetzt in den Tonbandaufnahmen nicht so ganz rübergekommen ist, aber ich denke eigentlich schon, die Fähigkeit mit pflanzlichen Pheromonen. Ich brauche etwas, um über diese Schlucht zu kommen. Ja, das stimmt. Lass mich doch erstmal das zu Ende erzählen, Batman. Wobei, du hast das im Griff, ich merke das schon. Launcher, möglichst schnelle Bewegung zwischen zwei horizontalen Punkten, Reichweite 100 Meter, Fluggeschwindigkeit 13,3 Meter die Sekunde, Tragkraft 600 Kilo. Ja, kann man mal machen, ne? Mit dem Privatflugzeug das Dach zerdeppern, weil Türen sind nicht so sein Ding. Dann kackt das Ding so ein metallisches Ei aus, das auch erstmal direkt explodiert. Michael Bay wäre stolz. Tja. Jetzt habe ich aber auf jeden Fall diesen Line Launcher und kann mich dann hier so rüber katapultieren. Jetzt kann ich Ivy. Genau. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, Poison Ivy. Die Gute hat die Fähigkeit, dadurch, dass sie eine halbe Pflanze ist, Pflanzen zu kontrollieren. Und sie kann halt auch künstliche, was heißt künstliche, es sind ja eigentlich pflanzliche, ist ja nicht mehr künstlich dann, es sind pflanzliche Hormone, kann sie erzeugen, die halt alle Männer in ihrer Umgebung, aber auch Frauen, quasi windellos machen, alle nach ihrer Pfeife tanzen. Wobei es bei Frauen ein bisschen kniffliger ist, aber alle Männer erliegen ihr sofort, aber auch bei Frauen kann sie im Prinzip machen, was sie will. Die gehorchen ihr dann. Da gibt es auch übrigens einen ganz coolen Handlungsstrang in Batman Hush, wo Ivy es schafft, Superman mit ihren Pheromonen unter Kontrolle zu bringen. Was nur eine der vielen Gelegenheiten ist, wo dann Batman und Superman aneinander geraten. Was definitiv wert ist, gelesen zu werden. Ich bin jetzt hier. Meine armen Lieblinge. Ja, ich weiß, er hat uns gefunden. Aber ich lasse nicht zu, dass er euch verletzt. Ich werde ihn vorher töten. Ivy, ich weiß, Dr. Young hat diese Pflanzen mutieren lassen, um Venom zu produzieren. Ja, und mir ist zu Ohren gekommen, dass die fiese Frau den Preis dafür bezahlt hat. Du musst mir dabei helfen, ein Gegenmittel herzustellen. Wieso sollte ich? Lass Joker seinen Spaß haben. Ich genieße es zu sehen, wie du dich vor Schmerzen windest. Du warst zu lange in der Dunkelheit. Jeder Pflanze auf der Insel wird das Gleiche passieren, wenn du nicht kooperierst. Es gibt eine Pflanze, die verborgen auf Arkham Island wächst. Nur sie kann mit der Wirkung des Titanstamms fertig werden.
Wo kann ich sie finden? Im Versteck dieses Mörders Croc. Du hast nicht gedacht, dass es einfach wird, oder? Geh in deine Zelle, oder du bist als Nächste dran. Ich werde warten. Natürlich wirst du warten, du kranke, heiße Bitch. Oracle, ich muss einen Weg in Killer Crocs Versteck finden. Es liegt unter Arkham Island. Im System steht nicht, wo er festgehalten wird. Ich habe eine Tür neben der Betthöhle gefunden, aber sie ist fest verschlossen. Es muss einen anderen Weg reingeben. Ich habe Aufseher Cash in der Villa gelassen. Mal sehen, ob ich über ihn rausfinde, wo Croc festgehalten wird. Ja, geh und spiel noch ein paar Stunden mit der Schlampe. Der Boss hat auch keine Zeit für dich. Ihr seid doch nur neidisch, dass ihr nicht mit ihr spielen könnt. Aber Jungs, die Party sieht ganz geil aus. Deswegen komme ich mal rüber. Was zum Teufel? Wenn wir alle wegkicken. Au. Da musst du mich schon. Das wird wehtun. Au. Ich habe dir... Lass nicht zu, dass er dich schlägt! Au! Nur meine Geschichte! Wirf ihn zum Boden und trampel auf seinem Gesicht! Habt ihr gesehen, wie Batman den Typen gerade voll in die Eier getreten hat? Ah, oh, das ist doch gemein. Ups, schon wieder die falsche Taste. Und, ja, die Wolf macht gleich. Ach ja. Ja. Wäre ja kein echter Spießrutenlauf, wenn wir jetzt nicht, auf einmal Killer Croc suchen müssten. Also erstmal, um jetzt Killer Croc zu suchen, müssen wir Aaron Cash suchen. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Ich bin schon wieder ein bisschen verwirrt, was die Wegfindung angeht. Aber ich meine, doch, hier kam ich her. Also laufen wir immer wieder lang. Enigma-Show! Königliche Gefolgsleute niedergetrampelt, okay. Oh. Okay. Endlich. Ich dachte, du würdest das niemals finden. Hey, leck mich, Fledermaus! Wir haben den Strom angestellt. Du bist da gefangen. Ja, jetzt bist du nichts Besonderes mehr. Ja, doch, irgendwie schon. Wieso kommst du nicht rüber und stoppst? Was macht er? Er hat einen Weg gefunden. Das klingt aber nicht sehr nett, was ihr vorhabt. Er ist ganz oben in den Baumwipfeln, wie wir es von diesem flüchtigen Schädling gewöhnt sind. Sieht so aus, als ob er euch da oben ein Geschenk hinterlassen hat. Oh, das war, glaube ich, eine blöde Idee. Ja, das war, minimal blöd. Scheiße. Hey, helft dem Fledermaus-Baby doch mal hoch.
hätte ich eigentlich mit rechnen müssen, dass die das mitbekommen. Aber da sie vorher auch nicht so intelligent reagiert haben, habe ich sie wohl ein bisschen unterschätzt, die Kollegen. Ihr habt den Boss gehört. Hab dich. Hey, geh von mir runter! Ich kann nicht atmen. Ja, da hinten, den kann ich mir doch wieder schnappen. Was machen wir jetzt? Hey, geh von mir runter! Ah! Was zum... Ich bring dich um! Nein! Ah! Ah, das war verdammt knapp. Anstatt, dass er die Batarangs auf ihn hier wirft... Nein, ich schneide erstmal den Typen da los, weil ist da jetzt auch höhere Priorität, wenn so ein Typ in der Knarre vor mir steht. Oh. Meine Güte. Ich will ihn tot. Ich will nicht, dass er wieder meine Babys verletzt. Und glaub nicht, dass du gerade ein Bein für das Ganze gelassen hast. Sieh doch so traurig aus. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass das schlecht ist, was gerade passiert ist. Denn zum einen komme ich jetzt nicht mehr raus. Und zum anderen ist sie jetzt auch voll auf Steroiden. Aber gut. Neue Ziegel, Metall und Farbe bedeckten alte Wunden. Dem Körper wurde neues Leben eingehaucht. Kluge neue Geister kamen und schworen, unsere Versprechen zu halten. Wir wussten, wir allein mussten die Stadt wieder herrichten. Und die Stadt würde es uns danken. Natürlich, die Stadt sagt immer Danke. Aber zunächst muss ich erstmal gucken, wo wir wieder rauskommen. Ah, okay. Das war einfacher als gedacht. Titan muss auf Ivy eine andere Wirkung haben. Ihre Pflanzen wachsen. Bald sind sie nicht mehr kontrollierbar. Pflanzen weiter mutieren. Ja, mein. Die Hülse enthält ähnliche Sporen wie die, die Ivy letztes Jahr bei ihrem Angriff auf Gotham verwendet hat. Sie sind tödlich. Also, was lernen wir daraus? Genau. Wir machen Salat aus diesen Dingern. Denn die sind ja ganz schön doll gefährlich.
Wow. Der Batman mit dem grünen Daumen. Ach, meine Freunde sind auch wieder da. Voll auf die Nüsse. Der haut ihm doch einfach voll auf die Nüsse. Boah, Batman, sowas macht man nicht. Ah. Okay, das funktioniert dann halt nicht. Schade. Da oben muss ich anscheinend hin. Das verrät mir das ominöse Kameragesumme von vorhin. Ich weiß gar nicht, ob ich da die Distanz ausreicht. Ah, doch, anscheinend schon. Wobei, weiter als so komme ich, glaube ich, nicht. Doch, da oben geht's noch. Doch nicht hier lang. Ja, so kann man sich täuschen. Ich glaube, ich musste doch nicht hier lang. Aber das ist nicht so schlimm. Gleiten wir einfach mal da lang. Wobei ich sehe gerade, hier ist eine Riddler-Trophäe, glaube ich. I believe I can fly. Jop, Riddler-Trophäe. Hoch mit dir. So. Und Batman ist nicht in der Lage, dieses 45 Grad Dach hochzugehen. Gut. Ist ja auch nur ein Mensch, hat ja keine Superkräfte. Ja, so ein Dach hier auch schon ein Hindernis für ihn, ne? Kann ich verstehen. Dann gehen wir doch wieder den gewohnten Eingang. Der war nämlich hier. Und es sieht ganz danach aus, als wäre hier jetzt so ein bisschen Dampf auf dem Boden. Der sicherlich ein bisschen schädlich ist. Deswegen machen wir einen auf den. Ach, Ladezeiten. Verschätzt. Wenn ich doch jetzt nur noch wüsste. Ah, okay. Anscheinend ist er direkt vor meiner Nase. Der Aaron Cash. Batman. Was geht ab?
Ich dachte mir schon, dass du kommst. Was hat das mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert. Lass mich raten, Poison Ivy. Sie hat sich mit Joker verbündet. Alles, was zählt, ist, dass ich verhindern kann, dass die Pflanzen die Insel übernehmen. Aber... Es gibt immer ein Aber, oder? Wo halten Sie Killer Croc? Ich habe eine Tür in der Kanalisation gefunden, aber sie ist verschlossen. Das Monster hat seine eigene Spezialzelle. Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung. Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr. Wir werfen nur jeden Tag Fleisch da rein und versuchen, ihn zu vergessen. Es ist abgeschlossen. Mehr Sicherheitsleute als beim Joker. Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein. Er hat die Codes. Danke, Cash. Bleiben Sie hier und nähern Sie sich nicht den Pflanzen. Sie bringen sie um. Harte Worte. Harte Worte. Was macht er eigentlich hier? Wir sind leichte Beute. Wir werden alle sterben. Ja, spül du mal ein bisschen mit deinem Papierchen rum. Ich beende erstmal diesen Teil. Und schau ihm nochmal ein wenig dabei über die Schulter. Vielleicht malt er uns ja was Schönes. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal und tschö mit Öl.